Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Gestern sind wir ziemlich spät nach Hause gekommen. Wir waren in Richtung Limburg, Koblenz, in diese Richtung. Da habe ich meine Freundin noch aus Kasachstan besucht und wir haben uns seit 4 Jahren nicht gesehen. Das war auch ein schönes Wiedersehen. Und auf dem Rückweg musste ich ganz andere Wege anlegen wegen Baustellen und musste viel Landstraße fahren. Und da habe ich auf einmal gesehen, die Weidenröschenfelder. Sind wir abgebogen und angehalten und ich habe mir ein bisschen gepflückt. Ich könnte euch natürlich nicht zeigen, wie muss man gleich es am Feld machen. Ihr musstet zum Beispiel so nicht pflücken. Ja? Nicht gleich so alles ausreißen und so weiter. Ich habe jetzt nur 2 Stück hier mit und die sind richtig schon abgetrocknet, weil gestern war wirklich sehr heiß im Auto und ich hatte das, was ich dann im Beutel abgezogen und die 2 einfach im Kofferraum reingelegt und durch das lange Fahrt, wir sind 7 Stunden gefahren, das war echt Höhle, nur Baustelle und Staus. Und natürlich ist es fast trocken geworden im Kofferraum und das ist auch schon nicht so richtig schön. Und teilweise, die waren schon so, dass es schon die Samen, schon abgeblühte Blüte und hier oben nur so ein bisschen Blumen. Die Blumen kann man auch ernten und mal ein bisschen als Zusatz geben, aber die ganze Kraft und alle Wirkstoffe stecken hier in diese Blätter. Und meistens, die sind größer als wir oder so wie wir, aber die sind wirklich, die Pflanzen sind wirklich immer groß. Da kann man einfach nur zu der Pflanze kommen, einfach so festhalten und da, wo ihr seht, fangen diese jüngeren Blätter und schaut euch, bis dahin sind die noch gut. Ja, weil zum Beispiel unten, da sind die so viele abgetrocknete, abgeknabberte Blätter, muss man nicht sein. Aber ich könnte einfach so ziehen, mal schauen, ob das bei den Trockenen geht gut. Und da, wo wir eher aufgehört haben, einfach die Hand so wegnehmen. Und ihr habt die Blätter alle in die Hand, aber die Pflanze kann weiter stehen, wenn es hier, wie bei denen, ich habe speziell 2 abgemacht. Hier sind die Blüten, aber hier steht noch was, wird noch blühen. Ja? Dann kann es weiter blühen oder die Samen können reif werden und platzen und wieder angesehen, weil das Rest brauchen wir nicht. Und dann können die es stehen. Teilweise wachsen sogar an dieser Stelle noch neue Blättchen drauf. Deswegen musst du nicht gleich alles nackt machen und alles wegmachen, sondern könnt ihr euch ein Beutel nehmen, sogar Einkaufsbeutel geht. Es ist Plastik, aber für die kürzere Zeit nach Hause kommen geht es. Oder wenn ihr das vorhabt und weißt, wo solche Stellen sind, einfach ein alter Kissenbezug einfach nehmen. Besser aus Leinen oder wenigstens Baumwolle, nicht dieses synthetisches, und dann pflücken nach Hause bringen. Und die 2 habe ich euch jetzt gebracht, mal zu zeigen, wie sollt ihr es vorgehen, wie sollt ihr es machen. Könnt ihr genauso mit den Blumen auch machen. Auch nur da, wo es blüht, runterziehen und getrennt nehmen. Ich habe mir auch ein paar genommen, das ist nur so viel, und werde die getrennt jetzt trocknen und in getrennt auch aufbewahren. Es ist so eine Sache, wenn man das alles zusammen macht mit den Blättern und danach Tee macht, komischerweise, die Blumen machen die Tee drüber. Es wird dann so, wenn man Honig reinmacht, dann wird das auch so ein bisschen drüber, den Tee. So genau auch mit den Blumen. Die geben diesen honig-süßlichen Geschmack, aber der Tee wird nicht klar, sondern wird drüber. Deswegen
kann man einfach lieber das Getränk trocknen und danach einfach, wenn man heute Lust hat, mit den Blüten einfach nur getrennt auch so dazu geben und Tee kochen. So, wenn ihr mit den Blättern nach Hause kommt, macht ihr auf so ein Bettlakentuch oder so ein Tischdecke auf so einen Stoff, verbreitet ihr das und natürlich schaut ihr nach. Es können natürlich Tierchen kommen, sogar manchmal kleine Schnecken mit den kleinen Häuschen. Kann alles passieren, es ist Natur. Ihr werdet erstmal schauen und alle Blätter so sortieren. Manchmal kommt auch getrocknete dazu, Blätter und so weiter. Wird es ja einfach wegmachen, waschen lieber nicht. Lieber da sammeln, wo er weiß, da nicht zu viel Autobewegung und so weiter. Und wir hatten noch auch Glück gehabt, dass es vor 2 Tagen geregnet und deswegen das Feld stand wirklich, wenn du mal angefasst, kein Staub, nichts war da. Da muss man auch noch sehen, welche Sommer ist. Wenn es heiße Sommer ist, die Blätter sind auch schon dann nicht so saftig. Wenn es regnerische Wetter steht, dann werden die Blätter zu viel Feuchtigkeit in sich haben. Und das Erste, was ihr müsst machen, da muss man die Blätter ein bisschen abwelken lassen, dass sie so schlapp werden. Meine im Beutel, bis dass wir nach 7 Stunden zu Hause waren, die waren alle schon schlapp und die sogar fast schon trocken. Ja? Und deswegen sozusagen diese 7 Stunden meine Blätter dann abgewählt. Dann mache ich jetzt die Kamera runter und zeige euch jetzt weiter, was ich gemacht habe oder was müssen wir weitermachen. So, ich bin dann nach Hause gekommen. Trotzdem habe ich alle Blätter durchgesucht, alles nachgeschaut. Auch waren ein paar, was ich weggeschmissen habe. Ja, und dann restliche habe ich dann einfach in so ein sauberes Tuch und in erstmal die Blätter richtig festgedreht und dann noch auch in den Beutel, dass die ein bisschen warm haben. Und liebe Freunde, wenn jetzt die Kamera einen so einen Geruchknopf hätte, ich würde euch jetzt anmachen. Sogar durch das jetzt nur anfassen, kommt so ein fruchtiger, wahnsinnig leckerer Geruch. Ich habe hier auch wirklich so fest, so umgeschlagen mein Plastikbeutel. Oh, wenn es mal schon jetzt den Tuch riecht, riecht wahnsinnig lecker. So, das sind jetzt meine Blätter. Schaut, die sind noch richtig, richtig grün. Und die müssen dunkel werden. Und jetzt, unsere Arbeit ist, diese Blätter zu vielen Teig kneten. Wie muss ich aus denen Versaft zu bekommen, kann man sagen. Aber besser zu sagen, wir müssen die Blattstruktur kaputt machen, zerstören. Und es wird anfangen, dann sozusagen fast wie zu gären. Oh, das riecht jetzt schon sehr gut. Ja? Und das war nur eine nach. Schaut, wenn wir mal so drehen, sehen Sie, es ist jetzt ganz anderer Unterschied. Und so müssen wir jetzt machen. Am besten mache ich so. Und diese Knuddelchen, was jetzt so dunkel ist, lege ich jetzt hier rein. Und dann nehme ich mir wieder so ein Stück und wieder. Das ist die Arbeit. Und so haben die es ganz, ganz früher gemacht. Wo gab es keinen Kühlschrank zum Anfrieren oder gab es keinen Fleischwolf, das dort zu drehen. Das ist natürlich eigentlich 100% richtig qualitative Tee, handgemachte Tee. So, schaut, wie dunkel ist. Das kann man jetzt so wie wirklich es ist früher gemacht und wieder wird angedreht. Kann man aber in einen Glas auch reinmachen. Muss man aber richtig stopfen. Wenn es mal wirklich
wird viel gesammelt, dann lohnt es sich, ja? Weil da passt wirklich sehr viel. Muss man richtig stampfen, wie ein Sauerkraut, richtig fest. Obendrauf am besten sogar Gewicht und ein feuchter Lappen. Ja? Und dann irgendwo auch zudecken, dass keine Sonne reinkommt, aber warm stellen. Und dann fängt das zu gären. Und da muss man wirklich aufpassen, dass lieber früher stoppen die Fermentation als später. Wenn ihr spürt, dass eure Tee fängt richtig schön fruchtig, blumig und sogar nach Kirsche oder nach Pflaume riecht, dann ist das fertig. Da muss man schon trocknen lassen, unsere Tee. Weil es kann dann drüber gehen und habt dann ein Silo, ja? Oder so eine Jauche, sage ich immer. Dann musst du es wegschmeißen. Wenn dann kommt ein unangenehmer, so ein Grasgeruch, dann habt ihr was falsch gemacht. Ich mache dann so mit der Hand und dann drehe ich es zu wieder und lasse wieder für mehrere Stunden auch so warm. Jetzt am Tage kann ich das auch auf den Balkon raustragen und auch, dass das schön warm ist, nicht direkt auf die Sonne. Abends kann man wieder nachschauen, weil das müssen wir immer wieder so auflockern. Manche machen einfach nur so und dann machen die das über 3, 4, manchmal bis 5 Tage. Ja? Aber ich finde, diese Methode ist wirklich besser. Kann man auch diese Blätter jetzt, so ein bisschen angewelkt sind die, auch wie ich in anderen Videos mal gezeigt habe, einfach in Beutel und in Gefrierschrank. Danach rasch auftauen, aber schon so gefrorene gleich muss man kneten. Ja? Kann man das auch machen, weil dann wird schneller Saft kommen. Oder macht man durch den Wolf. Durch den Wolf gefällt mir nicht, weil es kommt dann in Metallverbindung und das ist eigentlich bei solchen Sachen nicht so ganz schön. Es ist absolut nicht schlimm, aber wenn einer so will sich wirklich was Gutes tun, da muss man ein bisschen arbeiten und mit den Händen machen. So, ich mache jetzt erstmal alles so fertig und dann zeige ich euch weiter, wie ich es mache. So, bin ich jetzt fertig. Es ist natürlich eine etwas schwierige Arbeit, weil die sind wirklich sehr stark im Kofferraum ein bisschen abgetrocknet. So, ich werde jetzt, muss es aber nicht sein, wenn es bei euch auch so trocken ist, dass kaum die Hände was bleibt. Das ist am besten, wenn ihr das dreht und spürt, dass an die Hände so klebt. Ja, es ist noch zu wenig Saft, habe ich rausbekommen. Ich werde es mal nur ganz bisschen mit Wasser besprühen. Das reicht. So, und werden wir jetzt wieder sehr stramm das einwickeln. So richtig so fest draufdrücken und einwickeln. So wie es es früher gemacht. So, jetzt kann ich das umschlagen und richtig fest anwickeln. Ich gebe es mal trotzdem noch in die Beutel rein, muss aber es nicht, weil ich möchte nicht, dass es so schnell austrocknet. Es muss noch fermentiert werden. Die Blätter müssen richtig dunkel werden und dadurch, oder ihr nehmt noch ein paar Lappen, dass es nicht so schnell austrocknet. Wir müssen noch es nicht trocknen. So, und das gebe ich nochmal in mein Tuch, dass es schön warm wird. Und das wie eine Wurst werde ich jetzt auf meinem Balkon legen, aber nicht direkt auf die Sonne, dass sie richtig die Sonne da drauf steht. Weil draußen jetzt richtig schön warm, wir mal sind drinnen und das kann das schön, naja, sozusagen gären, fermentieren soll anfangen. Und das
müssen wir mal schauen. Bei jedem wird es, meine Lieben, unterschiedlich. Es liegt an so vielen Charakteren, an der Feuchtigkeit von der Luft, an die Wärme, an die, wie das Blatt war. Das ist immer etwas unterschiedlich. Das kann man nicht auf die Minute sagen. Ja? Ich würde euch aber raten, so, wie jetzt ihr gerochen habt, wie das schon fruchtig riecht. Wenn es nicht so toll riecht, lässt ihr etwas länger, 6 bis 8 Stunden. Ja, das stehen und fast ganzen Tag und dann abends wird gemacht. Wenn das jetzt viel Saft war, dass es schon richtig so klebrig die Hände sind und riecht wunderbar, könnt ihr schon nach 4 Stunden mal schauen. Aber erstmal müssen wir erstmal lassen, diese Blatt anfangen zu fermentieren. So, es sind jetzt ungefähr so 4, 4,5 Stunden vergangen. Richtig schön warm. Draußen ist wirklich sehr, sehr heiß. Und jetzt schauen wir mal rein. Oh, beim Aufmachen schon kommt der Duft. Richtig so ein fruchtiger Duft. Sogar mehr nach Beeren als nach Blumen riecht. Das riecht es schön. Schauen wir mal, wie es aussieht. Warm und so fast wie feucht. Ja? Manchmal muss man das machen, bis so 3-mal, ja, dass diese aufmachen, wieder auflockern. Es ist wichtig, dass wir es jetzt wieder alles auswaschen, so, dass wir dieses Gras jetzt mit der Luft, mit Sauerstoff wieder anreichen. Braucht man das, dass es danach nicht wird schimmeln, ja? Beim zweiten Mal wird es einfacher, aber schaut, er wird schon immer dunkler, immer dunkler. Und wenn die hier Blätterchen, welche noch ziemlich grün sind, dann werden die wieder nochmal bearbeitet und werden weiter so fermentiert. Es ist ein bisschen Arbeit, aber die lohnt sich. Und diese Tee, die kann jahrelang stehen. Wenn man einmal vielleicht ein bisschen mehr Arbeit gemacht, dann paar Jahre muss man das nicht machen. Es kommt darauf an, wie viel ihr trinkt von dem Tee. Und wer da trinkt, wenn die ganze Familie trinkt, dann wird das schnell weg. Weidenröschen-Tee oder wie wir es nennen, Iwan-Chai, den kann man auch mit den anderen Tee gut mischen. Aber dann lieber jeder in sein Gläschen und wenn man Lust hat, dann gibt mal ein bisschen Apfelblätter dazu, was wir auch fermentieren, oder die andere Fruchtblätter oder Blumen oder Rosen. So, und jetzt machen wir wieder kneten. Leicht, fast so lauwarm, aber wird immer so klebriger. Jetzt sogar klebt ein bisschen an die Hände. Ach, hier einer von den Samen gekommen. Und wenn die dann reif werden, wird so wie bei Löwenzahn, so ein Puschel, weiße Puschel. So ein paar grüne Blätter, welche richtig grün sind, nehme ich und reibe noch ein bisschen nach. So nehme ich die raus. Könnt ihr das sehen? Und dann sind die schon auch dunkel. Und wenn die dunkel, das ist ein Zeichen, das wird fermentiert. Da sind die dann, die Zellen gehen kaputt und wir bekommen einen aromatischen, schönen Tee. Wiederholen wir alles. Wieder ein Stückchen nehmen, so wie pressen, so eine harte Kugel und drauflegen. Bei dem zweiten Mal geht es viel schneller, weil die Blätter sind schon bearbeitet worden und etwas klebriger sind. Wenn er nur ein bisschen einwelkt und dann bearbeitet, dann hat man es mehr Saft von den Blättern. So, es wird immer weniger. So ein bisschen haben wir klebrige Hände, aber in meinem Fall ist es wirklich nicht feucht. Deswegen werde ich jetzt auch nur ganz bisschen befeuchten. Ganz normale Wasser. Und nicht viel. Und jetzt wieder das Gleiche, sehr, sehr, sehr fest so reindrücken. Das Feste ist sehr wichtig, nicht locker reinmachen, sonst kann es anfangen zu schimmeln. Und da kann es auch nicht fermentiert werden, es kann nur, wenn es so fest gedrückt ist, wie bei Sauerkraut.
Die Würstchen sind immer kleiner. Und nehme ich die wieder in so ein Beutel, drehe es durch und dann in den Tuch. Und dann geht es nochmal für ein paar Stunden die Sonne nach draußen. Es muss jetzt warm halten. So, es sind wieder 4 Stunden vergangen und ich glaube, jetzt fange ich jetzt schon zum Trocknen. Jetzt machen wir es auf. Es ist alles so schön warm hier. Das ist ein gutes Zeichen. Schön warm und feucht. Und da kann ich auch schon auf den Blech es machen. Was für so ein Duft kommt. Hingegen, wenn man aufmacht. Und jetzt hat man so ein Gefühl, dass hier wird Kirsche getrocknet. Ja, so leichter Kirschgeschmack. Schaut, es sieht toll aus. Ich lasse den Tuch auch hier drauf auf meinen Blech oder kann man auch Papier drauf machen und werde jetzt alles so auseinanderrütteln. Kann man trocknen im Backofen, in Dörrgeräte kann man auch trocknen, wodurch raten aber nicht über 45 Grad hochgehen. So 35, 40 reicht. Sonst kann man bei so einem schönen Wetter wie jetzt ist, einfach draußen es trocknen. Nicht auf direkte Sonne, etwas im Schatten und am besten, wo es ein bisschen Luftbewegung und immer wieder mal kommen und so wischen, dass es trocknet. Wenn es draußen trocknet, dann wird es vielleicht ein paar Tage dauern. Wer weiß, es kommt darauf an, was für so ein Wetter ist. Sonst kann man auch im Backofen machen. Ich stelle es mal jetzt nach draußen. Wenn ihr nach draußen stellt, unbedingt ein Netz. Ich lege drauf so ein Netz wie ein Fliegennetz obendrauf. Lege noch eine Gitter, das nicht wegfliegt, dass kein Insekten und nichts da reinkommt, wenn es das draußen macht. Und noch was, vergiss nicht ab und zu immer so wuschen. Nicht so, dass ihr das hinstellt und nach 1-2 Tagen kommt er hin und dann wird das alles verschimmelt. Es muss immer in Bewegung sein und wirklich trocknen. Das ist sehr wichtig, weil dann ist das schade um die ganze Arbeit, wenn es kaputt geht. So, meine Lieben, mein Tee wurde 2 Tage draußen getrocknet und schaut, jetzt ist richtig so rauscht und wenn ihr das so reinmacht und reibt, dann geht es kaputt. Sehen Sie? Dann ist der richtig schön getrocknet und das ist sehr, sehr wichtig, wenn er wird das lagern, das muss es unbedingt richtig trocken werden, sonst kann es anfangen zu Schimmel in die Gläser. Yvonne-Chain, was kann ich noch dazu sagen? So ein paar Worte dazu. Yvonne-Chain oder Weidenröschen-Tee, es ist ein entzündungshemmende, antibakterielle und harntreibende Wirkung hat er. Den wird angeboten, wenn mal Blasenbeschwerde haben oder Prostata-Beschwerden haben. Durch den Zimt, was den Tee, die Blätter in sich so viel haben, ja, wird auch angenommen beim Cholesterinspiegel senken und bei Blutdruck auch senken. Deswegen, wenn die Menschen, welche haben niedrigen Blutdruck, dürfen die eigentlich diese Tee gar nicht so trinken. Diese Tee kann man auch sehr gut mit den anderen Tee mischen. Dann nimmt man den Grund von dem Tee, das ist das Yvonne-Chain, und gibt dazu zum Beispiel Rosenblätter oder Medesüß. Irgendwas, bisschen was dazu oder irgendwelche Beeren. Kann man aber natürlich nur Yvonne-Chain trinken. Wir werden jetzt ein bisschen uns Tee machen. Jetzt es riecht schon wunderbar gut, aber glaubt mir, wenn diese Tee in die Gläser wird aufgehoben und längere Zeit stehen, er wird nachfermentieren und bekommt immer mehr und mehr Aroma. Deswegen zum Beispiel Yvonne-Chain muss man machen so, dass am nächsten Jahr
ihn zu trinken. Auf jeden Fall muss man ein paar Monate warten, am besten sogar ein halbes Jahr. Und dann anfangen, die Tee zu trinken, weil den Effekt und die Aroma ist ganz, ganz anderes danach. Ihr könnt jetzt einmal probieren und danach, nach ein paar Monaten, nochmal die Tee machen und ihr werdet diesen Unterschied selber merken. Die Tee muss man nicht mit ganz kochendes Wasser übergießen. Wasser aufgekocht, vielleicht so 10 Minuten die stehen lassen, kühlen sie sich ab und dann die Tee übergießen. Und dann lassen wir ihn schön ziehen. Und in dieser Zeit werde ich meinen Tee in die Gläser machen. Unbedingt natürlich auf eure Gläser schreiben, was da drin ist, sonst dann vergisst man. Ich hoffe, die Zuschauer, welche mich vor ein paar Jahren mal gefragt haben, Luba, kannst du mir mal zeigen, wie wird mal Yuan-Chai gemacht, wie wird das fermentiert? Ich hoffe, die schauen meinen Kanal noch immer und können dir das jetzt nachschauen und nachmachen. So, die Blüten von Yuan-Chai sind auch, kann man sagen, schon trocken. Nur diese Spitzen, wo noch nicht aufgegangene Blümchen sind, die sind noch etwas mir zu weich. Deswegen lasse ich noch lieber noch einen Tag trocken lassen und dann werde ich die auch in so ein Gläschen reinmachen und so in Gläser aufbewahren. Und jetzt schauen wir mal nach unserem Tee. So, es sind ungefähr schon fast 5 Minuten vergangen. Und diese Tee kann man wirklich so von 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Was ist noch Gutes daran? Dass diese Tee kann man bis 5-mal übergießen. Es kommt darauf an, wie kräftig möchtet ihr euren Tee trinken. Schaut, es ist nur frischer Tee. Ja? Wir haben ihn jetzt vor 2 Tagen gemacht und er hat schon so eine schöne Wirkung, so eine schöne Farbe. Nicht immer ist das so. Manchmal ist es richtig blass. Aber heute sieht er wirklich sehr gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen abgießen und vielleicht euch mal, ob das ist, kann man so zeigen. Schaut, was für so eine Farbe. Und im Geschmack schmeckt fast wie so riecht Yuan-Chai. Genau so schmeckt er. Wunderbar lecker. Kann man ein bisschen Honig reinmachen, wenn man eine Süße mag. Und liebe Freunde, das ist eine, so eine gesunde Tee. Die ist für unseren Körper absolut perfekt. Kann man als Kur sogar machen, eine Tasse früh und abends trinken, auf die Dauer. Nicht so heute und dann irgendwann in 2 Wochen nochmal, wenn ihr wolltet, mal sehen, ob das was bewirkt. Besonders wenn ihr Probleme wirklich habt mit der Blase, mit den Prostatabeschwerden oder Cholesterinspiegel, was denn noch alles ist, Blutdruck senken. Das alles muss man auf die Dauer nehmen, das mal zu sehen, ob das gut ist. Und ich hoffe, es wird euch mein Video gefallen. Und wenn ihr irgendwo habt, diese Weidenröschen, dann ernten die bitte. Wirklich, das ist eine super Tee. Das macht das munter und beruhigt auch. Es braucht man ja ein bisschen Arbeit. Es kann ein bisschen erleichtern, nicht so unbedingt, wie ich es gezeigt mit den Händen das machen. Kann man natürlich mit dem Fleischwolf auch machen oder einfrieren und dann geht das auch viel schneller, sogar mit den Händen. Das könnt ihr euch die Methode selber aussuchen, was ihr macht. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund und wenn ihr diese Tee macht, macht mit Ruhe und Liebe. Dann wird es alles klappen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.